Hallo zusammen. Welche Art von archäologischem Fund ist die beste? Ist es einer, der in dem Moment, in dem er zum ersten Mal gesehen wird, verstanden werden kann? Oder ist es einer, der ein Gefühl des Mysteriums hervorruft? Wenn Sie so sind wie wir, werden Sie zustimmen, dass es die zweite Art ist. Wir alle genießen ein gutes Geheimnis, und wenn es ein altes Geheimnis mit etwas Geschichte dazu ist, ist es noch besser. Lassen Sie uns einige anschauen. Los geht's. Roslin-Kapelle. Die Roslin-Kapelle steht seit 1456 ruhig in Schottland, aber nach der Veröffentlichung von Dan Browns Roman The Da Vinci Code wurde sie zu einem Hotspot von Spekulationen und Mythen, die sie sowohl mit dem Heiligen Gral als auch mit den Tempelrittern verbinden. Die meisten dieser Spekulationen sind unbegründet, aber die Kapelle hat einige seltsame Eigenschaften, die nicht erklärt werden können. Sie ist zwischen den Jahren 1592 und 1842 leer gestanden, bis zu welcher Zeit die ursprüngliche Bedeutung vieler der komplizierten Inschriften auf den Säulen und Decken vergessen worden war. Sie trotzen jeder Übersetzung, und einige von ihnen scheinen Arten von Mais und Weizen darzustellen, die in Europa unbekannt sein sollten, bis sie im 16. Jahrhundert aus Amerika zurückgebracht wurden. Noch geheimnisvoller ist der versiegelte Tresor hinter der Kapelle, zu dem kein Eingang gefunden werden kann. Alles, von den schottischen Kronjuwelen bis zu den Überresten von Jesus Christus, wurde gemunkelt, dass es dort für die Jahrhunderte aufbewahrt wird. Es muss verlockend sein, eine Wand niederzureißen und herauszufinden, was einmal für allemal darin ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass jemals eine Genehmigung für eine solche Vandalismushandlung erteilt wird. Goldanhänger. Lassen Sie uns mit einer Entdeckung fortfahren, die im Januar 2023 passiert ist, oder zumindest teilweise im Januar 2023 passiert ist. Dieser atemberaubende Gold- und E-Mail-Anhänger wurde im alten Stadtbezirk von Mainz in Deutschland im Jahr 2008 gefunden. Experten dachten, es könnte sich um ein Reliquiar aus dem 12. Jahrhundert handeln, konnten es aber nicht öffnen, um es herauszufinden, da der empfindliche Zustand des Artefakts bedeutete, dass es unmöglich war, es zu öffnen, ohne es zu brechen. Sie versuchten es im Jahr 2008 zu röntgen, aber die Ergebnisse waren nicht schlüssig. Jetzt zweifeln sie nicht mehr daran, dass es tatsächlich ein Reliquiar ist, denn der Anhänger wurde im Jahr 2023 mit einer Methode, die als Neutronentomographie bekannt ist, gescannt. Die Ergebnisse zeigen 5 kleine Pakete im Anhänger, in denen sich jeweils Knochensplitter befinden. Es wird vermutet, dass dies die teilweisen Überreste einer bedeutenden religiösen Figur sind, obwohl es möglicherweise nie möglich sein wird, die Identität dieser Person zu überprüfen. Reliquien wie diese enthielten normalerweise auch einen Pergamentstreifen, um den Namen der Person zu verkünden, deren Überreste sie enthalten, aber das scheint bei diesem nicht der Fall gewesen zu sein. Diese vielversprechende neue Methode kann jetzt möglicherweise auf andere alte Artefakte angewendet werden, um einen Blick in ihr Inneres zu werfen, ohne sie zu beschädigen. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie bitten, den Kanal zu abonnieren. Es kostet nichts. Zusammen sind wir stärker. Mosaik aus 3000 Steinen. Im September 2021 fanden türkische Archäologen ein Mosaik, das so bedeutend ist, dass sie es als den Ahnen aller anderen Mittelmeermosaike beanspruchen. Das ist eine kühne Behauptung, also lassen Sie uns das überprüfen. Diese sorgfältige Anordnung von mehr als 3000 Steinen wurde in den Überresten eines 3500 Jahre alten Hethiter-Tempels in Uşaklı-Höyük gefunden. Die Steine haben im Laufe der Zeit einige ihrer Farben verloren, aber ursprünglich wären sie in Schwarz-, Rot- und Beige-Tönen angeordnet gewesen, in gekrümmten und dreieckigen Formationen, wodurch das Mosaik entstand. Es ist etwa 700 Jahre älter als das älteste bekannte Boden- oder Wandmosaik in Griechenland. Die Entdeckung der Überreste eines Palastes an derselben Stelle bedeutete, dass Uşaklı-Höyük ein Kandidat für den Standort der lange verlorenen Stadt Zipperlanda wurde. Der Name der Stadt erscheint auf vielen alten hethitischen Tafeln und war als ein Ort bekannt, an den Menschen kamen, um den hethitischen Sturmgott zu verehren, aber seine genaue Lage war immer ein Geheimnis geblieben. Im Dezember 2022, nach einer weiteren Reihe von Entdeckungen, entfernten Archäologen und Wissenschaftler jeden Zweifel und konnten endlich bestätigen, dass Zipperlanda erneut gefunden worden war. Chitorgar-Festung. Ein Stamba ist ein spezieller Turmtyp, der für Indien charakteristisch ist.
Das indische Wort für Sieg ist Vijaya, also ist Vijayastamba ein Siegesturm. Sie finden den Siegesturm innerhalb der Chittorgarh-Festung in Chittorgarh in Rajasthan. Es ist ein imposantes Monument und wurde auf Befehl des Hindu-Rajputen-Königs Maharana Kumbha von Mewar erbaut. Der König wollte ein angemessenes Monument, um seinen Sieg über Mahmud Khaljis Malwa-Armee in der Schlacht von Sarangpur im Jahr 1437 zu gedenken. Der Bau des Turms dauerte 11 Jahre und wurde schließlich im Jahr 1448 abgeschlossen. Angesichts des Glaubens der Menschen, die ihn erbauten, ist das Monument zusätzlich dem hinduistischen Gott Vishnu gewidmet. Abgesehen davon, dass es ein atemberaubendes architektonisches Meisterwerk ist, ist Vijayastamba mit historisch bedeutenden Inschriften bedeckt. Die gesamte oberste Geschichte ist eine vollständige Genealogie der Herrscher von Chittor und der Taten, die sie während ihrer Regierungszeit vollbrachten. Der Name des Architekten Sutradhar Jaita, der den Turm baute, ist ebenfalls auf seinen Wänden verzeichnet, ebenso wie die Namen seiner Söhne, die ihm assistierten. Vielleicht das Überraschendste an dem gesamten Monument ist jedoch die Präsenz eines Bildes der Jain-Göttin Padmavati in der obersten Geschichte, was den religiösen Pluralismus der Epoche, in der es erbaut wurde, darstellt. Virtaka Cliff. Man müsste sehr weit in der Zeit zurückgehen, um die Markierungen am Virtaka Cliff in der Gemeinde Krimulda in Lettland zu verstehen. Sie gelten als die reichste Sammlung von livonischen Petroglyphenmarkierungen der Welt und niemand weiß genau, wie alt sie sind. Die livonischen Ältesten behaupteten einst, dass sie 5000 Jahre lang auf Lettlands Land gelebt hätten, obwohl dieser Anspruch unmöglich zu beweisen ist, und sie gelten nun als ausgestorben, nachdem der letzte einheimische livonische Sprecher im Jahr 2013 verstorben ist. Die Markierungen, die einige Ähnlichkeiten mit Markierungen aufweisen, die anderswo in Europa von frühen Heiden in Felsen geschnitzt wurden, wurden im Jahr 1986 vom Höhlenforscher Guntis Eninch entdeckt. Die meisten von ihnen sind Kreuze, Kreise oder Zickzackmuster, obwohl es auch humanoide Figuren und andere geometrische Formen gibt. Guntis spekulierte, dass es sich um territoriale Markierungen handelte, obwohl unklar ist, warum jemand territoriale Markierungen an einem so abgelegenen und schwer zugänglichen Ort hinterlassen würde. Fast das gesamte Wissen über die Livonier wurde ausgelöscht, nachdem nahezu die gesamte livonische Bevölkerung während der livonischen Kreuzzüge im 13. Jahrhundert umkam. Es ist daher leider wahrscheinlich, dass wir nie vollständig verstehen werden, was diese Markierungen bedeuten sollten. Alte Tür. Es gibt eine Tür in Rivodutri in Italien, die nirgendwo hinführt, oder doch? Dies ist die alchemistische Tür von Rivodutri und sie steht seit dem 17. Jahrhundert in einem winzigen Dorf der Sabina. Das Dorf um sie herum wurde fast vollständig durch ein Erdbeben im Jahr 1948 zerstört, aber die Tür blieb stehen. Das diente nur dazu, ihren Ruf für übernatürliche Eigenschaften zu verstärken. Ursprünglich kam dieser Ruf von den Symbolen, die in ihre Oberfläche geschnitzt waren. Sie sind geheimnisvoll und ihre wahre Bedeutung ist unbekannt, aber einige Experten haben sie als Hinweise auf die große Transmutation interpretiert, also den Prozess, andere Metalle in Gold umzuwandeln. Eine andere Interpretation besagt, dass die Symbole die Transmutation einer Seele von einem Zustand der Unwissenheit zu einem Zustand der Erleuchtung darstellen. Einige der Symbole können als christlich identifiziert werden, andere sind jedoch heidnisch, alchemistisch und sogar kabbalistisch. Es ist alles so ein Geheimnis, dass niemand sogar übereinstimmen kann, was der Effekt des Durchschreitens der Tür sein könnte. Einige sagen, es ist eine Tür zur Erleuchtung und andere sagen, es ist ein sicherer Weg, um einen Fluch aufzusammeln. In Wirklichkeit führt sie zu einem Gedenkpark für die Opfer des Erdbebens. Sinkerveche-Tempelhöhle. Was klar über die Sinkerveche-Tempelhöhle in Sinca in Rumänien ist, ist, dass es eine außergewöhnliche Bauleistung und ein Ingenieurkunststück ist, dass sie als ein Ort der Anbetung gebaut wurde. Weniger klar ist, wer sie gebaut hat, wann sie gebaut wurde oder warum sie gebaut wurde. Auch bekannt als das Kloster und der Tempel des Schicksals für die Menschen, die in der Nähe leben, wurde die Höhle vor ungefähr 7000 Jahren in die Felsen an ihrem unterirdischen Standort gemeißelt. Basierend auf den Beweisen, die an der Stätte gefunden werden können, wurde sie im Laufe der vielen Jahre von mehr als einer religiösen Konfession genutzt. An einigen Stellen finden sie den Stern Davids in die Wand gemeißelt, während das chinesische Yin-Yang anderswo zu finden ist. Der Tempelkomplex ist in 9 Räume unterteilt, von denen 2 als Kapellen erscheinen.
Licht wird durch eine Reihe von Schächten, die zur Oberfläche führen, und zu Oberlichtern werden bereitgestellt. Da in der Nähe eine alte Festung liegt, haben einige Archäologen spekuliert, dass die Höhle und die Festung einst durch einen Tunnel verbunden waren. Aber bisher wurde kein Beweis für einen solchen Tunnel gefunden. Thema mysteriös. Tief versteckt in der bergigen Region Zentralanatoliens liegt die alte unterirdische Stadt Ersen. Den Legenden nach, die auf lokalen Traditionen basieren, wurde sie während des Ghanreiches um 800 vor Christus in die Felsen gehauen. Die Stadt war als Schutz gegen feindliche Invasionen und schlechtes Wetter gedacht. Sie erstreckt sich 4 Ebenen tief unter die Erde, einschließlich Wohnbereichen, öffentlichen Plätzen und sogar einem kleinen unterirdischen Tempel. Ein einzigartiges Belüftungssystem, bestehend aus langen, schmalen Kanälen, sorgte für frische Luft. Darüber hinaus verfügte die Stadt über Wände zur Wasserextraktion und Orte zur Lebensmittellagerung. Der geheimnisvollste Teil von Ersen ist der Schattenhall, wo laut Legende geheimnisvolle Rituale abgehalten wurden. Die Wände des Halls sind mit komplexen Reliefs verziert, die mythische Kreaturen und Symbole darstellen, deren Bedeutung noch immer unbekannt bleibt. Historiker glauben, dass Ersen als temporäres Refugium während Kriegszeiten oder Naturkatastrophen gedient haben könnte, aber einige Studien legen nahe, dass die Stadt eine dauerhafte Residenz für einen speziellen Bevölkerungsabschnitt gewesen sein könnte. Cainton Höhlen. Wenn Sie den Eingang zu den Cainton Höhlen auf einem Bauernfeld in Shropshire in England sehen würden, würden Sie wahrscheinlich annehmen, es sei nichts weiter als ein großes Kaninchenloch. Das ist es allerdings nicht. Quetschen Sie sich durch das Loch und Sie finden Ihren Weg zu einem unterirdischen Netzwerk von Tunneln und Höhlen. Einige Historiker glauben, dass dies ein geheimer Treffpunkt für die legendären Tempelritter war, aber nicht jeder ist von dieser Idee überzeugt. Viele Archäologen sind der Meinung, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Höhlen Grotten sind, die im 18. oder 19. Jahrhundert gemeißelt wurden. Das ist über ein Jahrhundert, nachdem gesagt wurde, dass der Orden der Tempelritter im 17. Jahrhundert aufgelöst wurde. Selbst wenn das wahr ist, weiß niemand, warum sie gemacht wurden oder welchem Zweck sie einst dienten. Innerhalb der Höhlen gibt es einige Beweise für schwarze Magie oder okkulte Praktiken, aber Archäologen glauben, dass dies eine neuere Entwicklung ist, mit Gläubigen im Okkulten, die in den letzten Jahrzehnten Zugang zu den Höhlen erhielten, um ihre Rituale durchzuführen. Die Höhlen wurden teilweise seit 2012 versiegelt, um zu verhindern, dass jemand anderes hineinkommt und Schaden anrichtet, aber das Mysterium bleibt bestehen. Michigan-Relikte. Lassen Sie uns die Michigan-Relikte überprüfen. Diese Artefakte werden manchmal auch als Scotford-Schwindel bezeichnet, was Ihnen viel darüber sagt, wie die archäologische Gemeinschaft darüber denkt. Wenn wir die Behauptungen beim Nennwert nehmen, wurden die Relikte im 19. Jahrhundert gefunden und demonstrieren, dass es einst eine Siedlung voller Menschen aus dem Nahen oder Mittleren Osten gab, die in der Nähe von Michigan in den Vereinigten Staaten in den Jahren vor der Ankunft von Christoph Kolumbus lebten. Wir wissen, dass Kolumbus weit davon entfernt war, die erste nicht-einheimische Person zu sein, die in Amerika ankam, aber diese Behauptung scheint ungeheuerlich. Die Person, die behauptete, die Objekte gefunden zu haben, war Michigans eigener James Scotford, der weiterhin schwor, dass seine Artefakte echt seien, selbst als er auf seinem Sterbebett lag. Einige prominente Mormonen haben die Artefakte mit ihrer Religion verbunden und sagen, sie dienten als Beweis für die Geschichten, die im Buch Mormon erzählt werden. Professionelle Archäologen sagen, dass die vermeintlichen Hieroglyphen, die auf den vielen Bechern, Bossen und anderen Gegenständen gedruckt sind, unsinnig sind und sie Spuren von Werkzeugen und Materialien des 19. Jahrhunderts aufweisen, die zu ihrer Herstellung verwendet wurden. Brunnen der 99 Ausläufe. Der Name des Brunnens der 99 Ausläufe in L'Aquila in Italien verrät Ihnen fast alles, was Historiker und Archäologen über das Monument wissen. Wir können Ihnen sagen, dass es schön anzusehen ist, aber wir haben keine Ahnung, wer es gemacht hat oder warum. Es ist höchstwahrscheinlich ein Produkt des Mittelalters und die Tatsache, dass jede der um die 99 Ausläufe des Brunnens geschnitzten Gesichter einzigartige Gesichtszüge aufweist, legt nahe, dass es Darstellungen echter Menschen sind. Es ist möglich, dass sie Abbildungen von Menschen sind, die im 13. Jahrhundert in der Stadt einflussreich waren, aber das würde nicht erklären, warum sie von heidnischen Symbolen, halbmenschlichen, halbtierischen Kreaturen und dämonischen Figuren umgeben sind.
Lange Zeit wurde angenommen, dass jeder Auslauf eines der vielen Schlösser repräsentierte, die einst in dieser Weltgegend standen, aber neuere Forschungen haben bewiesen, dass es hier höchstens 70 Schlösser gab und selbst diese Zahl könnte übertrieben sein. Warum gibt es 99 Ausläufe? Warum entschied der Architekt, dass es eine bessere Idee war, bei 99 zu stoppen, anstatt es zu einer schönen runden 100 zu machen? Wir wissen es nicht, denn wir wissen nicht einmal, wer der Architekt war. Stelen von Copan. Maya-Ruinen erstrecken sich über große Gebiete Südamerikas, aber eine der spektakulärsten Ruinen ist die antike Stadt Copan in Honduras, nahe der Grenze zu Guatemala. Heute ist sie verlassen, aber während der klassischen Periode der Maya-Geschichte zwischen den Jahren 500 und 900 war sie die Heimat von etwa 20.000 Menschen, die alle fast augenblicklich verschwanden, als das Königreich zusammenbrach. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Copan durch starke Erosion vom Fluss Copan beeinträchtigt, aber nach der Wiederentdeckung der Städte durch europäische Siedler wurde der Verlauf des Flusses angepasst, um die Städte vor weiterem Schaden zu schützen. Copan ist besonders bemerkenswert für seine enorme Sammlung von Maya-Hieroglyphenschnitzereien, von denen bisher fast 5000 entdeckt wurden. Aber die zahlreichen 4 Meter hohen Stelen, die oft mit Porträts bedeckt sind, wecken bei Besuchern ebenso viel Interesse. Die gesamte Geschichte des königlichen Hauses von Copan wird in den Glyphen auf den Stufen der hieroglyphischen Treppe erzählt, die das ikonischste einzelne Monument an der Stätte ist. Die Menschen mussten buchstäblich einen Fluss bewegen, um sie zu retten. Aber es hat sich gelohnt. Codex Boturini. Die brutale Natur der spanischen Eroberung der Azteken führte zur Zerstörung fast aller Aufzeichnungen der südamerikanischen Kulturen, was uns mit großen Mysterien und Wissenslücken zurückließ. Eine der wenigen Aufzeichnungen, die wir jedoch haben, ist der Codex Boturini. Wenn Sie das Dokument für authentisch halten, erzählt es die Geschichte der Wanderung des Azteka-Volkes von Aztlan im Zuge des Beginns der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert. Der Name Codex Boturini stammt vom italienischen Gelehrten Lorenzo Boturini Benaducci, der den Codex im 18. Jahrhundert genau studierte und die erste Person war, die ihn in Europa international bekannt machte. Die Kontroverse um die Authentizität des Kodex rührt daher, dass die darauf befindliche Schrift, die in Nahuatl ist, viele Jahre nach den Zeichnungen hinzugefügt wurde. Die im Kodex erzählte Geschichte beginnt im Jahr 1168 und erzählt von wichtigen Momenten in der aztekischen Geschichte bis hin zum Jahr 1355, kurz vor der Gründung von Tenochtitlan. Es ist möglich, dass der Autor nie die Gelegenheit hatte, seine Arbeit zu beenden, aber es ist auch möglich, dass es sich um eine Fälschung handelt. Es wäre schön, die Wahrheit zu wissen. Das war's für heute. Was war euer Lieblingsmoment? Kommentiert, liken, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.